Recht herzlich willkommen zur 59. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten hier letztens einen Stau, haben wir ein bisschen was umgebaut und dann geht der Stau jetzt auch wieder weg. Jetzt sehe ich gerade hier, das hätten wir auch gerade schön bauen können, ne? Können wir den dann da wegmachen? Das wäre vielleicht auch noch sinnig. Genau, sieht besser aus, oder? So läuft's auch. Geht. Das. Der muss da, ja, das muss so bleiben. Alles gut da. Ja, aber im Endeffekt haben wir hier den Stau weggemacht, aber das wollten wir ja gar nicht machen, sondern wir wollten in Radolfzell, jetzt habe ich daneben geklickt, in Radolfzell wollten wir eigentlich einen Bus auf der Strecke setzen, neuen, frischen, nicht überalteten. So, das war's. Ja, Stadtbus Radolfzell, ne? Also der ist noch nicht überholt, 58 Passagiere, 60, 371, 384. Ja, darf mit 50 km/h wieder reichen. Das ist 3,71, 3,84. Das sind 13 Cent, 2 Personen mehr, ne? Wie viel fährt der? 5,98. Wird das ein Postsackfahrer, oder? Ja. Genauso wie der. Gut. Das ist die Frage. Wo ist der Unterschied zwischen dem und dem noch sonst? 50 km/h, der fährt sogar 80. Ja, dann nehmen wir den doch, weil der muss ja auch über Land fahren, ne? Stadtbus Radolfzell, SB Radolfzell, da ist er. Und starten. Der kann weg. Und machen wir die Fahrzeugliste auf. Und dann gucken wir noch, ob wir den Bus finden. Warte mal, dann machen wir hier mal gewinnen. Ja, ist das nicht, das muss ja eigentlich ein blauer sein, ne? Finden wir aber nicht, ne? Der muss ja eigentlich hier oben sein, war das dann doch der da? Das ist Linie Riedenburg, aber da hier unten war noch einer, das ist er, ne? Ne, der ist in Adenau. Der ist das auch nicht. Wo ist denn bitte schön dann der aus Radolfzell? Den haben wir frisch aufgesetzt. Haben wir das schon gehabt und ich habe mich vertan? Nein, ne? Sonderhausen. Riedenburg, touristische Ziele. Das ist Adenau. Floto. Das war der neue. Da jetzt den Bus nicht, oder fährt er gerade plus ein? Keiner mit gerechnet hat. Da ist er. So, den nicht laden. Der steht da irgendwo im Stau. Okay, da. Der andere kommt da schon lang gefahren. Mal gucken, was der so an Passagieren mit hat. 4 von 58, okay. Ja, folge ich den mal. Das ist natürlich hier eine undankbare Strecke für den Bus, ne? Ist klar. Nicht laden hat er, ja. So, 15 von 37, jetzt 11 von 37, da sind 4 ausgestiegen, das ist doch schon mal was. Radolfzell. Ja, das dauert mir zu lange. Ja, der ist da auch schön unterwegs, ne? Das war's, wer zurück dann? 6, nur einer. Und wo werden wir den los? Da werden wir den los. Und Details verkaufen. Gut. Neuer Bus fährt hier. Das ist der, der hat auch schon 14 von 58 geladen. Hört sich doch gut an. Dann läuft das. Nochmal Liste habe ich jetzt zugemacht, ne? Quinn ist da. Ah, wie sieht's denn da aus jetzt hier gerade? Ist noch alles drin, ja, ne? Ja, und hier unten ist ja klar. Okay. Wo fährt der rum?
Null Palettenstück gut geladen. Wo fährt er hin? Ach, der fährt zum Dingens, sag schon. Zur Mühle, der holt das Mehl ab bei der anderen Mühle da drüben, okay. Und der macht das gleiche in Grün wahrscheinlich, ne? Ja. Warte, der fährt zum Markt, aber ist leer. Das ist auch nicht gut, ne? Was ist denn dann hier mit der Haltestelle? Dann passt da ja was nicht, ne? Dann müssen wir die mal ein bisschen umbauen, oder? Und zwar dahin ich jetzt einfach hier noch eine bauen. Und dann machen wir hier noch so ein paar richtige Straßen hin, ne? Lassen wir da reinfahren. So, und da. 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 Und ich würde sagen, da kann man sogar rausfahren. Da kann es ruhig rein und rausgehen auf der Seite. Dann müssten wir jetzt hier ein Einbahnstraßenschild hinstellen. Genau, da nicht reinfahren. Und auf der anderen Seite machen wir dann den Auswahlsignal hin und den, das Auswahlsignal hin. So, dann noch ein paar Haltebuchten. So. Da auch noch eins. Ne, das ist die Einfahrt, das ist schlecht. So. Jetzt müsste man nur sagen, dass er woanders hinfährt, ne? Das ist das Problem. So, das ist die Linie. Linie ändern. Und zwar einfach mal den einfügen. Mühlebetriebshof löschen wir einfach raus. Und dann sollte das auf jeden Fall bei den drei LKWs klappen, ne? Ach so, und dann müssen wir die Linie nochmal aufmachen und da auf jeden Fall 100% da noch sagen, ne? Ne, das war der falsche. Das ist der richtige. Südwestwald. So, Südwestwald ist hier. Das hat schlecht geklappt mit der Dingens Bushaltestelle. Was haben wir da falsch gemacht, dass der da zwei hat? Gut, dann müssen wir das nochmal ändern. So, das ist nicht mehr Südwestwald. Das lag daran, dass wir da keinen haben. Nochmal Straße bauen. Nochmal so. Und dann den dahin, ne? So, jetzt haben wir keinen Südwestwald mehr, ne? Jetzt haben wir nur noch einen Döbeln. Ich glaube, der hat das auch übernommen für das Fahrzeug, nicht den Fahrzeug, ne? Ja, lass mal gerade schneller laufen, bis die LKWs wiederkommen und gucken, dass die da drinnen stehen. Aber die anderen fahren sowieso hier hin, ne? Und der hat wohl geladen. Sonst wird er hier nicht hinfahren, ne? Mühle Markt. Fahrplan mal gerade angucken. Ja, passt schon wohl. So, das würde aber bedeuten, dass die auch darüber müssen, ne? Oder können. Und die kommen alle von da, dann würde ich schon fast sagen, können wir das Schild auch da vorne hinstellen, oder? So. Ah, guck mal, der hat auch da ausgewählt. Ja. Jetzt fahren sie überall rein. Das ist doch schon mal schön, ne?
Gut, okay, da läuft's auch. Was macht er hier? 23 Passagiere, 615, okay. Ah, der ist in dieser Schlange, ne? Das ist auch so doof hier, ne? Nicht so die ideale Möglichkeit, aber was willst du da machen? Kannst du nichts machen. Oh, da ist noch was zum Ausbauen. Die Stadt wächst und gedeiht, ne? Bushaltestelle hier hin. Passt und dann Linie ändern. Warte mal, schnell die Lupe. Kriege ich den da? Ja. Ja. Jetzt hat. Ne, das war nicht. Auch gut, ne? Jetzt habe ich ihn. Fahrplan, Linie ändern. Jetzt muss ich nur gucken, wo dazwischen muss. Radolfzell, William McKinley Straße. Ja, dazwischen muss er. Jupiterweg, Mühle. Ostdeutsches Rathaus. Jetzt ist die Frage, wo fährt der lang, ne? Aber ja, wenn er dahin will, ist ja alles gut, ne? Kommt der wieder her und fährt dann. Ja, komm, das können wir nochmal ändern. Linie ändern, Ostdeutsches Rathaus. Da einfügen und dann kommt er da nochmal vorbei. Falls da Arbeiter hin und her wollen, dann sollte das auch gelingen. So, lass mal fahren. Dauert 22,58. Oh, da ist einer eingestiegen sogar. Gut, läuft erst, ne? Fährt, sagen wir es so. Gucken. Sonst ist hier nichts, ne? Alles andere ist abgedeckt. Stadt kann weiter wachsen. Okay. Dann haben wir das, was wir wollten, erstmal so weit hingekriegt, denke ich. Wir haben da unten optimiert. Wir haben den Bus getauscht. Steht ein LKW und wartet. Gucken wir gerade hier noch nach dem Städtchen. Hier ist alles im grünen Bereich. Gucken wir die ganzen Städte gerade einmal nach. Döbeln ist abgedeckt. Dann gehen wir nach Lauter, ja. Ist auch abgedeckt. Sondershausen. Ist alles abgedeckt, ja. Dicke Kreuzung hier schon gebaut. Dann Floto. Oh, Floto braucht eine neue Bushaltestelle. Lass uns nach Waldeck gerade gucken. Waldeck nicht. Redenburg hat man, glaube ich, schon geguckt, ne? Können wir aber nochmal kontrollieren. Dann Hardexen. Alles gut und dann haben wir gegenüber noch Adenau oder Altenau. Altenau, Adenau ist woanders. Gut, das passt. Das heißt, wir gehen nochmal nach Floto und bauen da noch eine Bushaltestelle. Karte kann zu. Straße bauen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das bedeutet, da muss eine Bushaltestelle hin, ne? Passt. Und wenn die Bushaltestelle da ist, müssen wir jetzt noch den Stadtbus in Floto ändern, ne? Buh, 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 buh. Wo ändern wir den jetzt? Mach das mal zu. Das ist aber nicht der Flotobus, oder doch, doch, das ist der. Den kriegen wir jetzt aber, ne? Genau, da ist er, Stadtbus Floto. Dann machen wir so, den weg. Linie ändern. Floto. Efeuweg oder Platinweg haben wir da. Platinweg ist da. Warte mal. Ach so, da oben ist. Warte mal. Lemurias. Kommt da los? Schlitten, Platin. Hier passt doch was nicht, oder? Fährt da wieder zurück, dann muss das erstmal raus. Löschen. Der fährt von da nach Kloster, nach Platin. Nach Efeuweg.
Dann das letzte Kloster ist auch vollkommen über. Dann sollte er danach hier hinfahren. Dann dahin, dahin und dann dahin. Das war wieder das erste, ne? Ja, sieht gut aus. Lassen wir so. Gut. Ist auch drin, ne? Ja. Okay, wenn da was wächst, dann sieht es ein bisschen doof aus, ne? Also da wächst nichts, aber da wächst was. Und dann müssen wir da im Wasser eine Bushaltestelle machen. Die müssen wir dann umändern. Gut, dann haben wir das städtebaumäßig auch geschafft. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.